Mitternacht durch die Schönbrunner Straße. Es geht kein Tramway mehr um diese Zeit. Und auch kein Taxi sieht man weit und breit. Vor einem Zeitungsstand fällt sie nieder und lässt der Mörder Wurm, der mordet wieder. Sie stolpert weiter heimwärts vor sich hin. Doch dieser Satz geht ihr nicht aus dem Sinn. Wer schleicht herum bei Nacht und Sturm? Es ist der Frauenmörderwurm. Wer schleicht herum bei Nacht und Sturm? Es ist der Frauenmörderwurm. Die alte Frau kommt endlich bis zum Gürtel. Sie weiß genau, das ist ein mieses Viertel. Doch jetzt hat sie es nicht mehr weit nach Haus. Sie rost sie bei der Stadtbahn Altste aus. Doch wie sie weitergeht am nächsten Ecken, muss sie entdecken zu ihrem Schrecken. Da steht so eine Figur im Lampenschein und ihr fallen wieder diese Worte ein. Wer schleicht herum bei Nacht und Sturm? Es ist der Frauenmörderwurm. Wer schleicht herum bei Nacht und Sturm? Es ist der Frauenmörderwurm. Die Alte geht mit Trippelschritten weiter. Doch plötzlich wird ihr Antlitz wieder heiter. Weil da steht nur ein Madel mit sein Taschau. Das hat um seinen Hals ein rosa Maschau. Auf einmal lacht die Alte wie eine Irre und zirkt ein langes Kuchel wie ein Saphire. Und sie sagt nur, gestatten Sie, ich bin Hermine Wurm, die Frauenmörderin. Ich schleiche herum bei Nacht und Sturm, verkleidet als der Mörderwurm. Sie schleicht herum bei Nacht und Sturm, verkleidet als der Mörderwurm. Und sie sagt, ich bin viel schlauer als die Polizei. Die Deppen fangen mich nie. Und nach getaner Tat entschwindet sie. Den Mörderwurm, den finden